Es ist Mittwoch und endlich passt der Name Wedding Wednesday Magazin wieder. Hier sind wir wieder für euch mit der vorletzten Sendung und heute lernt ihr nochmal Nominierte aus Süddeutschland kennen. Menschen, die ihr kennen solltet, Kollegen, die ihr lieben werdet und denen ihr möglicherweise eure Stimme gebt, wenn am Sonntag das Online-Voting beginnt. Aber wir starten jetzt erstmal wieder in einem Wohnzimmer mit unserer Tour und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei den Interviews und beim Kennenlernen der Nominierten. Und im schönen Ambiente der Brautkleid-Boutique von Virginia Schwarz sitzen wir jetzt auf dem Sofa und natürlich ist sie bei mir. Hallo Virginia. Hallo, freut mich, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sein können ja. Und heute mal ein bisschen über deinen Laden quatschen. Erzähl mal, wie lange gibt es die Brautkleid-Boutique schon? Also die Brautkleid-Boutique kommt ins siebte Jahr. Mhm. Ja. War das immer dein Traum? Ja, es war immer mein Traum, selbstständig zu sein. Ich habe immer total viel Brautkleider geschaut, wobei das ein Riesenschritt war. Also ich hätte mich das normalerweise nie getraut. Ich habe alle Selbstständigen immer total bewundert, bin an den Geschäften vorbeigelaufen und dachte immer, es war sowas weit Entferntes, also etwas, worin ich mich nie gesehen habe. Ja. Und jetzt sitze ich in meinem eigenen Brautgeschäft und ihr seid da. Ich freue mich total. Ja. Wie ist denn das, die Braut, die hier durch die Tür kommt? Mhm. Was sucht diese Braut? Ich meine, Hochzeitkleid, klar, aber sucht die nach einem bestimmten Stil? Gibt es einen bestimmten Stil, für den du stehst, auch mit deinem Laden? Also bei mir sind hauptsächlich Vintage-Kleider, leicht fließende Modelle, vor allem in verschiedenen Stilrichtungen. Was mir auch ganz wichtig ist, in verschiedenen Größen, auch in großen Größen und in allen Preislagen. Ja, genau. Wenn die Braut, die hier oben durch die Tür kommt, die bringt ja auch Begleitungen mit. Mhm. Wie gehst du damit um, wenn die Begleitungen schon mal sagen, oh, nee, gefällt uns gar nicht, aber die Braut sagt, ach, das ist eigentlich mein Kleid. Mhm. Unterstützt du Bräute dann auch, ihren Weg zu gehen? Oder ist es für dich so, dass du sagst, nee, es sollten schon alle Mitspracherecht haben? Total wichtig, dass die Begleitpersonen natürlich auch Mitspracherecht haben. Mhm. Die können kennen die Braut persönlich. Ich kenne sie nicht persönlich. Ich kann ihr zeigen, was ihr gut steht anhand von ihrer Figur, anhand von meiner Auswahl, die ich habe. Dennoch ist es sehr wichtig, dass die Braut letztendlich entscheidet. Das ist ihr Tag. Ich sage auch immer, jeder Mensch hat auch eine andere Wohnungseinrichtung. Wir haben auch nicht alle die gleiche Wohnungseinrichtung. Und deswegen sollten wir das Kleid für die Braut suchen, auch wenn uns persönlich jetzt vielleicht der Tüll nicht gefällt. Jetzt hast du ja nicht nur Brautkleider in deinem Laden, sondern auch eine ziemlich große Abteilung für Abendmode. Mhm. Ist das ein Thema für den Hochzeitsgast oder ist das durchaus auch ein Thema für Abibälle, andere Feierlichkeiten, dass du eben nicht nur die Braut und die Begleitung hier hast, sondern auch noch eine ganz andere Klientel? Ja, absolut. Also die Abendkleidabteilung ist eine eigene Abteilung und die ist mir total wichtig. Die ist mir genauso wichtig wie die Brautkleidabteilung, sind unabhängig voneinander. In der Abendkleidabteilung lege ich natürlich auch total viel Wert, dass ich alle Größen habe in verschiedenen Budgets. Mhm. Auch große Größen und auch schöne Kleider in großen Größen. Deswegen steht auch mein Geschäft und dafür kommen auch wirklich Kunden von weit her. Dieses Geschäft lebt halt von Emotionen. Ja. Und ist ja auch, meine Models sind meine ehemaligen Bräute, meine Mitarbeiterin ist eine ehemalige Begleitperson. Es kommen total viel Begleitpersonen, die in meinem alten Geschäft eine Braut waren und fanden es bei mir so toll. Ja, das zeigt mir halt auch, und das gibt mir halt auch total viel zurück. Also ich gehe nach Hause, ich bin total glücklich, es macht, Das macht dich glücklich. Das macht mich total glücklich. Das ist ein Job, den man jedem empfehlen kann, der gerne glücklich sein möchte. Und du bist immer von schönen Kleidern umgeben. Ja, aber du musst halt auch Du musst das leben. Mhm. Na, also ich schaue abends nicht Fernsehen, ich schaue Brautkleider. Ich schaue die neuesten Stile, ich suche jedes Kleid wirklich speziell in meinem Geschäft aus. Mhm. Na, also große Größen bekommen ganz andere Stile von der Figurformen her als jetzt kleinere Größen. Ich schaue da wirklich sehr explizit drauf. Und da musst du wirklich sehr viel Zeit investieren. Wenn wir mal so ins nächste Jahr gucken, für euch in der Brautmode ist jetzt ja schon der Einkauf für die kommende Saison. Was wird ein Trend aus deiner Sicht? Gut. Was wird man auch dann als Trends in deinem Laden finden? Ist ja viel wichtiger. In meinem Laden, also wir sind eins von 10 Partnerateliers von Sanna Lindström. Mhm. Das freut mich total. Genau, also die Sanna Lindström-Kollektion werdet ihr bei uns finden. Ja, dann habe ich ganz viele verschiedene Kleider mittlerweile, also dieses Jahr geordert. Es geht wirklich von leicht fließender, aber leicht Prinzessin mit 3D-Blumen, mit Flügelärmeln, also wirklich
ich schaue auch immer, dass die Kleider irgendwas Besonderes haben. Virginia, wie viel Virginia steckt denn jetzt hier in den Kleidern? Sind das auch immer Kleider, wo du sagst, die gefallen mir persönlich sehr, die hätte ich auch selber gewählt oder würde ich selber auch tragen? Nein. Weil mir gefallen die Kleider alle, die ich auswähle. Die suche ich auch wirklich sehr gezielt aus. Ich finde die alle toll und ich finde, die passen mein Geschäft. Mhm. Aber mir ist immer ganz wichtig, auch zu schauen, ich habe verschiedene Kunden hier, ne, verschiedene Altersklassen und ich möchte auch alle bedienen. Und deswegen schaue ich halt wirklich beim Einkauf, dass ich schöne Kleider, Kleider, die mir gefallen, die reinpassen und auch meinen Kunden gefallen, einkaufe. Ja. Das heißt nicht, ich finde die Kleider wunderschön, aber das heißt nicht, dass ich in dem Kleid dann genauso aussehe wie meine Wunschkundin. Ja. Und trotzdem ist es eben handverlesen von dir. Absolut. Ihr Lieben, das ist die Brautkleid-Boutique von Virginia Schwarz im schönen Homburg. Sie ist nominiert in der Kategorie Beste Brautmode in der Region Süd. Und ihr könnt eure Stimme für Virginia abgeben. Und wir nehmen euch jetzt mit zum nächsten Nominierten. Bis gleich. Und wir sind angekommen im wunderschönen Limburg an der Lahn bei Marina Leipeck. Und Marina ist nominiert in der Kategorie Beste Hochzeitsfotografin und Fotografin in der Region Süd. Hi Marina. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sein können. Marina, direkt ganz fix, erzähl mal, seit wann bist du dabei? Seit wann faszinieren dich Hochzeiten? Ich hatte ganz spät mit der Fotografie angefangen, und zwar 2019, als mein Sohn zur Welt kam. Und da hatte ich mir erstmal aus Spaß so eine Lumix geholt. Und mich hat das aber so begeistert, dass ich gesagt habe, komm, jetzt machst du mal die ersten Fortbildungen dazu. Hatte dann so ein Coaching bei einer Fotografin, auch hier aus dem Kreis. Mhm. Und darauf das Jahr habe ich dann gesagt, so, jetzt willst du es anpacken. Jetzt willst du damit Geld verdienen, jetzt machst du ein Fernstudium dazu. Ja, und danach kam das dann so, dass ich mich immer weiter fortgebildet habe, belesen habe, mir Kameras zugelegt habe und dann durchgestartet. Ja. Wie ist denn so, hast du Paare, die schon mal sagen, ah, Marina, wir tun uns ganz schwer, gerade so, wenn es um Posen geht, da denkt ja jeder so, oh Gott, was muss ich da tun? Oder sind deine Paare so Naturtalente? Nee. Nein, also viele sagen immer, die haben noch nie vor der Kamera gestanden und wissen auch gar nicht, wie sie sich hinstellen sollen. Und also bei mir ist es immer so, ich nehme eigentlich immer Musik mit und hau die dann auch erstmal an. Und wir machen ganz viel in Bewegung. Ja. Also die ersten drei Durchgänge machen wir tatsächlich im Laufen, damit die einfach lockerer werden. Und da zeige ich denen dann auch ab und zu mal Bilder, damit die überhaupt ein Gefühl dafür kriegen, ne? Wie die da aussehen. Und dann sagen die schon mal, ach ja, ist ganz gut. Und je mehr ich merke, dass die keine Anleitung mehr brauchen, nehme ich mich auch zurück und feuer die auch nur noch an. Ja. Ja, sag, super, geil. Und jetzt nochmal das und nochmal streicheln und küssen und stehen bleiben und tanzen. Und die sind wirklich so irgendwann drin, dass ich die gar nicht mehr anleiten muss. Mhm. Also das heißt, das nicht nur Fotografen, auch Cheerleader. Ja, so ein bisschen. Marina, wenn du mal zurückdenkst an den Moment, da kommt dein Sohn zur Welt, die Leidenschaft für Fotografie kommt dazu plötzlich und du merkst, ja, ich will gerne Menschen fotografieren. War die Entscheidung für die Hochzeitsfotografie sofort da? Nein. Also am Anfang habe ich wirklich alles ausprobiert. Ne? Und ich glaube, so am Anfang ist das auch okay. Ne? Du musst erst mal gucken, wo fühlst du dich wohl, was so deine Sparte. Und nach kam das dann mit den Paaren. Weil für mich persönlich ist es viel einfacher, ein Paar anzuleiten, wo ich auch weiß, die lieben sich. Ne? Weil bei zum Beispiel Familienfotografie weißt du auch nie, wie ist das Verhältnis zueinander? Ist das eher so ein bisschen distanziert? Ist das liebevoll? Und deswegen kam für mich dann die Paar- und Hochzeitfotografie so im Vordergrund. Und ich liebe auch diese wunderschönen Momente, gerade bei den Gästen, ne? Wenn die so ein bisschen Tränchen in den Augen haben oder auch einfach super viel mitlachen. Es gibt wirklich einen Standesbeamten in Selters, der ist einfach geil. Ne? Also der feuert die Leute so an, die Gäste, dass die da wirklich total mithypen und das macht mir auch so Spaß. Ne? Ja. Ist dann für dich natürlich auch viel einfacher. Ja. Als in so einer steifen Gesellschaft, die da rumsteht und denkst, oh, was soll ich denn da jetzt? Ja. Die sind so, gucken alle gar nicht so freundlich. Gibt es eine Traumlocation, einen Traumort, wo du sagst, boah, da würde ich am liebsten mal shooten, wenn ich es mir wünschen dürfte? Hauptsache, die sind zufrieden mit ihrer Location und die Paare und dann bin ich damit fein. Mhm. Nee, ich habe jetzt wirklich nichts. Nein. Okay. Bin unkompliziert. Ja, oh, das heißt aber auch viele Träume. Das heißt, man kann nicht mit ganz vielen Dingen einfach überraschen, kann sagen, hey, ja, man kann mich auch schnell begeistern. Das ist so, hey, komm, wir heiraten auf den Malediven, bist du dabei? Ja, da wäre ich auch dabei. Wenn mein Mann mir das dann macht. Gar kein Problem. Gut, dann muss Mann und Sohn einfach zu Hause bleiben. Ja, oder mit. Oder mit. Oder mit. Genau. Ja. Lässt sich aus deiner Sicht Fotografie, gerade als junge Mama, lässt sich der Job gut mit deinem Familienleben vereinbaren?
Es ist schwierig. Also ich glaube, viele unterschätzen das, also Außenstehende, weil wenn ich natürlich mittags shooten gehe oder an Samstagen, ne, komplett 8 Stunden, da muss mein Mann da sein. Ja. Oder meine Family. Also, aber da muss ich echt sagen, da, die sind top. Also ich kann meine Schwägerin anrufen, meine Schwiegermutter oder meinen Mann. Das kriege ich irgendwie koordiniert. Das ist ganz viel Unterstützung für die Leidenschaft. Wenn du mal so 10 Jahre weiter guckst, wo ist Marina dann? Ich glaube, genauso wie jetzt, nur ein bisschen weiter. Darfst du erst mal bleiben. Genau, jetzt bist du ja nominiert. Ich bin wirklich zufrieden. Ja. Jetzt bist du ja nominiert im Vorausscheid für die Region Süd in Deutschland. Natürlich sagt jeder, klar, würde ich gerne gewinnen. Und trotzdem ist es toll, dabei zu sein. Wenn es für dich weitergeht ins Finale, hast du schon eine Idee für dein Finalshooting? Ja, da habe ich schon was. Aber wir verraten es natürlich nicht. Wir verraten das natürlich nicht, ihr Lieben. Das ist Marina Leimpeck, nominiert als beste Hochzeitsfotografin in der Region Süd bei den Wedding King Awards Vorausscheiden. Und wir machen es uns jetzt noch kurz gemütlich, trinken vielleicht noch einen Schnaps, den hatten wir nämlich schon. Und dann geht es für uns weiter zur nächsten Station. Bis gleich. Bei Marina haben wir unsere Tour begonnen und haben direkt um 10 Uhr morgens Schnaps getrunken bei ihr in Limburg im Studio. Aber es gibt einen Mann, den haben wir noch viel, viel früher gehabt und der war sogar bei uns, ist extra nach Köln gekommen, um mit uns seinen Film zu drehen. Und wir hoffen, er gefällt euch. Hier ist für euch Martin von Wort vor Ort. Viele meiner Brautpaare fragen mich immer, wie kommst du dazu, Trauredner zu sein? Mein ganzes Leben lang habe ich im Vertrieb Marketing gearbeitet und in 2017 hat ein Kollege gesagt, Martin, willst du nicht bei meiner Hochzeit sprechen und die Zeremonie machen? Das habe ich damals gemacht und dann zog die berühmte Arbeit nach sich und 2 weitere Gäste haben gesagt, das hat uns so gut gefallen, willst du das nicht bei uns machen? Und seit 2017 hat es sich langsam gesteigert. Inzwischen bin ich bei mehr als 80 Hochzeiten, mehr als 80 Paaren, die ich glücklich verheiraten durfte. Und so bin ich hier gelandet. Also die Rede zu schreiben und die Rede hinterher zu halten, das ist für mich gelebte Leidenschaft. Und ich glaube, das merken meine Paare. Wenn die Chemie stimmt, dann kommt da auch immer ein sehr gutes Ergebnis bei raus. Am Tag der Hochzeit bin ich oft auch so ein bisschen der ruhige Pol und halte die Nerven ein bisschen zusammen. Und das Ganze dann mitzukriegen, erleben, mitzugestalten, das gibt mir persönlich unheimlich viel, macht mir sehr viel Freude. Und das ist mir tatsächlich sogar auch mehr wert als den angenehmen Nebeneffekt, damit auch Geld zu verdienen. Weil die Location im Großraum München ausgebucht war, hatte ich das Vergnügen, in Italien, in Griechenland und in Frankreich Trauungen durchzuführen. Das ist natürlich immer schon ein besonderes Erlebnis, gebe ich zu. Das ist so ein Zuckerle, wo ich hin möchte. Ja, idealerweise diese Spezialisierung in Richtung Destination Wedding weiter auszubauen. Ich habe in den vergangenen Jahren auch schon das besondere Erlebnis, die Herausforderung gehabt, gleichgeschlechtliche Paare verheiraten zu dürfen, das war immer eine besondere Sache. Hier bin ich immer aufgeschlossen und bis jetzt ist es mir gelungen, meinen Paaren hier tatsächlich ihre Story, ihre besonderen Umstände gut zu vermitteln und alle Gäste auch hier entsprechend abzuholen. Die Veranstaltung Wedding King Awards, die beobachte ich schon die vergangenen 3 Jahre. Und der Anstoß ist von einem meiner Brautpaare gekommen. Die haben gesagt, Martin, du könntest beim Wettbewerb mitmachen. Und deswegen stelle ich mich dem. Und tatsächlich möchte ich mich dementsprechend präsentieren und würde mich gerne auch im Vergleich zu anderen Dienstleistern sehen, mit denen ich mich immer gerne vernetze. Ich freue mich riesig auf diese Zeit, diese Reise, die ich damit durchlaufe und ich freue mich auch, das Team vom Wedding King Awards besser kennenzulernen und in der Zeit häufiger zu treffen. So, und ihr kennt ihn schon, wir sind angekommen bei DJ Jules Tonic, Wiederholungstäter und in diesem Jahr wieder nominiert als bester Hochzeits-DJ in der Region Süddeutschland. Hi Jules. Hi, grüß dich. So, du greifst wieder an und wir haben im letzten Jahr, glaube ich, nicht drüber unterhalten, das wollte ich dich aber die ganze Zeit fragen. Du spielst auf Firmenveranstaltungen, du spielst auf Events, du spielst gefühlt rund um die Welt und auf Festivals und in Clubs. Was fasziniert dich ausgerechnet an Hochzeiten? Es ist, sage ich mal,
die Veranstaltung, wo die Leute am besten drauf sind. Okay. Und immer, immer gut drauf, immer gute Laune. Und deswegen macht mir das auch am meisten Spaß. Mhm. Jules, wenn bei einer Hochzeitsparty die Party nicht ans Laufen kommt, woran liegt's? Liegt's am DJ? Liegt's an der Musikauswahl? Liegt's an nicht tanzwilligen Gästen? Ja, die klassische Frage, was ist mal wenn? Also Gott sei Dank kann ich sagen, ist mir das gefühlt noch nie wirklich vorgekommen. Es gibt, sage ich mal, Situationen bei einer Hochzeit, wo es halt ein bisschen ruhiger ist, weil die Torte angeschnitten wird oder weil es jetzt 0 Uhr ist und irgendwie alle kurz rausgehen, rauchen oder so. Das ist dann so die ganz normale Situation. Also man muss sich halt immer fragen, okay, wo befinden wir uns gerade? Wenn es natürlich während der Party passiert, dann liegt es in der Regel daran, dass die falsche Musik gespielt wird. Wie stellst du sicher, dass du die richtige Musik spielst? Crowdreading. Also ich schaue mir die Leute voran, ich quatsche mit denen vorher und ich weiß natürlich im Vorfeld schon, was die so ungefähr hören wollen. Das ist natürlich zwar immer das eine und das andere ist dann immer vor Ort, wenn ich dann die Leute sehe und ich merke halt, wenn ich in den verschiedenen Genres unterwegs bin, wie die so drauf sind. Mhm. Und wenn ich merke, okay, die gehen jetzt voll auf 90er ab beispielsweise, weil 90er geht tendenziell immer, also zur aktuellen Situation, ist natürlich auch abhängig, wie alt ist das Brautpaar und so, oder die Gäste natürlich, das Durchschnittsalter, aber dann bleibe ich dann natürlich und fange jetzt nicht von 90er auf einmal in Schlager Disco Fox an, sage ich jetzt mal. Jules, wenn wir mal über Hochzeitslocations reden, was sollte eine Hochzeitslocation mitbringen, damit die Party da gut werden kann? Weil ich kann mir vorstellen, es gibt durchaus Locations, wo du sagst, ah, schwierig für eine Party. Was ist aus DJ-Sicht gut? Aus DJ-Sicht gut? Nicht zu groß. Mhm. Ganz wichtig. Nicht zu groß. Idealerweise dürfen wir Nebelmaschinen verwenden, weil die Erfahrung, klar, manche mögen es nicht zu viel Nebel. Ich sage immer, ich mache mal so nur so viel wie nötig, weil dadurch erst so die richtige Party-Atmosphäre entstehen kann und das ganze Flair das verstärkt und auch dann erst die Lichter so richtig zum Einsatz kommen. Party lieber in einem separaten Raum oder im Saal, wo auch gegessen wird? Damit alle wieder sitzen können, wenn sie sitzen wollen. Das kommt tatsächlich drauf an. Ich hatte alle Variationen schon. Die besten Hochzeiten für mein persönliches Gefühl, das ist ja Geschmackssache, ist, wenn es in einem separaten Raum ist. Ja. Ich hatte auch schon Hochzeiten, da war es super warm und super schöne Location, super schönes Schloss. Und da musste ich spontan zwei Party Areas aufbauen, sozusagen drinnen und draußen, weil die spontan entschieden haben, dass sie den Eröffnungstanz draußen machen. Aber es hieß, wir machen es eigentlich drinnen. Und dann musste ich so quasi drinnen, und also ich stand eigentlich drinnen und habe für draußen aufgelegt. Aber dadurch, dass ich ein paar coole Effekte habe, die akkubetrieben sind, habe ich das und Funkmikrofon und so ganz gut rocken können bis in die Nacht um 4 oder so. Das auch immer dabei? Immer, immer. Bringst du auch Licht mit? Also ich, farbiges Licht, du weißt schon? Ja, alles. Von bis alles dabei. Alles was? Von so Moving Heads, das, die Dinger, die sich so drehen, über Derby-Effekte, ganz normale RGB-LED-Strahler, dass man halt so das... Den Raum in das richtige Ambiente bringen kann, also wirklich von bis alles. Du machst aus einer normalen Hochzeitslocation einen Club, obwohl du gar nicht im Club auflegst. Genau. Bin nach wie vor zu zweit buchbar mit Sängerin, mit Saxophonist, mit Geigerin, mit allem drum und dran. Und hinten raus, sage ich immer, gehen wir dann Vollgas und machen voll Party. Ja. Jules, letzte Frage. Der Song, zu dem du momentan gerne tanzt. Boah, das ist eine schwierige Frage. Zu dem du hinter deinem DJ-Pult am liebsten mittanzt. Boah, jetzt hast du mich erwischt. Boah. Es gibt, ich liebe die House-Musik, alles, was mit Piano-House zu tun hat, auch wenn es nicht mehr so zeitgemäß ist, aber ich liebe es einfach. Aber es ist echt schwierig zu sagen, tatsächlich. Wenn du einem Paar einen großen Rat mitgeben könntest für die Suche nach einem DJ, was wäre dein Rat? Wie immer, frühzeitig nach dem DJ zu suchen, den man haben will. Weil wenn du zu spät dran bist, dann musst du halt nehmen, was noch zu buchen ist. Ja, und damit ihr nicht nehmen müsst, was noch zu buchen ist, könnt ihr ja schon mal Jules eure Stimme geben. DJ Jules Tonic nominiert als bester Hochzeits-DJ in der Region Süd. Und Jules, vielleicht sehen wir dich ja diesmal im Finale wieder. Oh, diesmal ja. Und wir fahren zum nächsten. Bis gleich. Wir sind angekommen in einem der schönsten Standesämter Deutschlands. Und hier treffen wir jetzt Tanja und Christian von Freudentränenfotografie. Hallo ihr zwei, schön, dass wir da sind. Hi. Hallo. Hochzeitsfotografie, da hat jeder eine andere Geschichte mit. Wie seid ihr Hochzeitsfotografen geworden? Also bei uns hat tatsächlich alles hier angefangen, in diesem wunderschönen Trausaal. Wir haben 2016 hier geheiratet und haben dann zu unserer Hochzeit eine Spiegelreflexkamera geschenkt bekommen. Und da hat unsere Leidenschaft dann so ein bisschen professionellere Züge angenommen und fotografieren seitdem jetzt dann auch regelmäßig hier Hochzeiten.
Wie spannend, Tanja, wenn man dir vor 5 Jahren also erzählt hätte, oder vor 7 Jahren, dass du mal Hochzeitsfotografin sein würdest, hättest du es geglaubt? Nein. Bei mir war es immer so, dass Fotografie oder Bilder generell immer eine ganz besondere Bedeutung schon für mich hatten. Wenn man beispielsweise meine Kindheitsalben sieht, die sind alle schon total zerfleddert, weil ich die so oft angeschaut habe. Und ja, bei mir war es dann auch so, zum Beispiel als Teenager habe ich mir dann schon immer diese Einwegkameras geholt und war da fleißig am Fotografieren. Mein Papa hat mir recht früh dann schon eine Digitalkamera gekauft und ja, mit der Spiegelreflexkamera, wie der Christian schon gesagt hat, hat es dann alles etwas professionellere Züge angenommen. Aber ich hatte trotzdem nie gedacht, dass wir irgendwann mal ja, mit der Hochzeitsfotografie anfangen oder das nochmal etwas professioneller machen. Und ja, und jetzt stehen wir hier. Jetzt stehen wir hier. Sag mal, es ist ja schon, glaube ich, ein großer Druck zu wissen, dass man für den Moment, den man gerade festhält auf so einer Hochzeit, der nun auch ganz besonders ist, dass man eigentlich nur einen Versuch dafür hat. Wie geht er mit dem Druck um? Ich finde, Druck ist so ein wenig das falsche Wort. Mhm. Also es ist eine Verantwortung, der sind wir uns auch sehr bewusst. Es liegt uns auch immer am Herzen, dass unsere Paare sehr zufrieden natürlich dann am Ende mit dem Ergebnis sind. Wir wollen da eine Geschichte erzählen und ich denke, dass das so ein wenig, dass man das einfach mitbringen muss als Fotograf, dass man so den Blick für den Moment, den Blick für das Detail einfach hat. Und insofern, den Rest, den macht einfach die Erfahrung. Und wir kennen ja auch, oder wir wissen ja, wie wichtig uns die Fotos bei unserer Hochzeit waren. Und von dem her haben wir uns dann auch bewusst dafür entschieden, diese Verantwortung zu übernehmen und einfach alles zu geben für unsere Brautpaare. Ja. Christian, wie würdest du jemandem, der euch noch gar nicht kennt, euren Stil beschreiben? Ja, also wir legen in unseren Bildern sehr viel Wert auf Ästhetik. Wir möchten klare Bilder, wir möchten kontrastreiche Bilder. Und wir möchten einfach, dass auf den Bildern das wiedergegeben wird, was tatsächlich auch bei unseren Brautpaaren passiert. Hm. Tanja, jetzt ist es ja so, dass viele, viele Paare sagen, oh, fotografiert werden ist ja so gar nicht unser Lieblingssport, haben wir auch keine Erfahrung mit, Posen, da haben wir total Angst vor. Ist es für euch ein Vorteil, zu zweit zu sein, damit die Leute noch lockerer werden? Dafür jetzt nicht. Also es hat durchaus Vorteile, zu zweit zu sein. Die erklären wir unserem Brautpaar natürlich auch. Und deswegen werden wir unterm Strich ja auch gebucht. Aber dafür jetzt nicht. Also wir haben jeder natürlich so seine Mittelchen, wie wir dann unsere Brautpaare so ein bisschen auflockern. Und jeder von uns, denke ich, hat da auch so den ein oder anderen lustigen Spruch auch auf Lager. Genau, aber jetzt ausschließlich, dass man dann sagt, um die Brautpaare aufzulockern, dass man dafür zu zweit sein muss, das jetzt nicht. Mhm. Christian, hast du oder habt ihr zusammen einen Lieblingsort, einen Traumort, wo ihr sagt, dafür würden wir doch glatt um die halbe Welt fahren und wohin würden wir fahren, wenn ihr könntet? Das ist eine gute Frage und auch gleichzeitig eine schwierige Frage. Wir haben schon einige Orte auf der Welt bereist. Wir waren auf Hawaii, wir waren in Mexiko, Mauritius. Genau. Und es gibt viele schöne Orte. Ich sag mal so, wenn die Sympathie zu einem Brautpaar da ist und das rundum einfach passt und das ist uns halt persönlich auch wichtig, dass die Sympathie auf beiden Seiten ist, dann reisen wir für unsere Brautpaare überall hin. Ja. Da ist der Ort dann nicht ausschlaggebend, sondern das Brautpaar. Aber Reisen ist absolut erlaubt und erwünscht. Auf jeden Fall. Christian, ich habe gehört, dass es bei dir noch eine kleine Besonderheit gibt. Es gibt so eine Art, nennen wir es mal Goodie, was eure Paare bekommen, wenn sie euch buchen. Und dieses Goodie bekommen sie nur von dir. Richtig. Was also tust du, wenn ein Paar euch bucht? Ja, da haben wir uns ein kleines Special einfallen lassen, was eigentlich auch so ein bisschen aus einem Gespräch mit einem Brautpaar heraus passiert ist, wo das so ein bisschen flapsig von mir gesagt wurde. Aber die Brautpaare, die uns buchen, ja, für die lege ich an ihrem großen Tag einen Flickflack aufs Parkett. Hast du da irgendwie mal Angst um ihn oder denkst du dir, ach komm, der macht das schon? Der macht das schon. Er hat auch eine sportliche Vergangenheit, was das angeht. War im Parcours unterwegs, hat Capoeira gemacht und von dem her, das sitzt. Hast du die Kamera dabei in der Hand? In der Regel nicht. Aber das wäre dann, noch mal ein Bonus vielleicht, ja? Kann man sich überlegen. Nein. Sag dann einfach nein, Tanja, nimm die Kamera ab. Nein. Ihr zwei, ich danke euch, dass wir euch hier treffen durften. Wir gehen noch ein bisschen hier durch diese schönen Räume und nehmen euch dann mit zum nächsten Nominierten. Bis gleich. So, ihr Lieben, und aus den vorherigen Sendungen kennt ihr es schon, wenn wir zurück sind im Studio bei mir, dann bedeutet das, dass ein weiterer Nominierter oder eine Nominierte per Skype zugeschaltet ist. Und hier ist sie auch schon nominiert als eine der besten Hochzeitssängerinnen im Süden Deutschlands. Hier ist die liebe Tatjana. Hallo, Tatjana.
Hallo Bea. Hi. Du, Tatjana, seit wann bist du denn eigentlich Hochzeitssängerin? Seit wann bist du dabei? Offiziell seit 2017. Mhm. Genau. Du hast da aber bestimmt nicht erst angefangen zu singen, sondern ich vermute jetzt mal, dass du eher gesungen hast als gesprochen? Ja, so in etwa. So als kleines Kind schon hier durch die ganzen Räume immer am Trällern und am Eltern auf den Keks gehen. Genau, also hat sich schon früh rauskristallisiert, dass Singen einfach meine Leidenschaft ist. Mhm. Tatjana, wenn jemand dich jetzt noch so gar nicht kennt, wie würdest du dich als Hochzeitssängerin beschreiben? Ja, immer sehr guter Punkt mit beschreiben. Also ich glaube, ich würde sagen, ich bin so vom Typ her auch eigentlich ein sehr ruhiger Typ erstmal, wenn man mich so kennengelernt. Aber sobald die Chemie stimmt, dann gehe ich auf, dann bin ich total fröhlich. Und was auch das Singen angeht, ich bin da zu 100% auch ich. Zum Beispiel, wenn die Brautpaare halt auch sagen, wir hätten gern das und das. Also ich weiß, wo meine Stärken liegen und ich weiß auch tatsächlich, wo meine Schwächen liegen. Und das kommunizieren wir auch immer sehr offen. Aber wenn ich dann meine Songs singe, dann bin ich zu 100% mit Leidenschaft dabei. Und ich stehe für die Lieder, die ich singe. Und mache das mit ganz viel Herzblut und bin da auch emotional richtig dabei. Wo du schon sagst, du weißt, wo deine Stärken liegen, wo liegen die? Ja, also ich würde mich tatsächlich auch eher so zu den Balladen hinziehen, anstatt zu den, obwohl Abtemponummern singe ich natürlich auch, weil ich bin auch im Karnevalsverein tätig und da, natürlich sind da auch Abtemponummern dabei, ja, aber so die großen Diven, also da weiß ich zum Beispiel, das ist jetzt nicht so mein Fachjargon. Aber das heißt, Tatjana, deine Paare dürfen sich bei dir grundsätzlich erstmal Musik wünschen oder geht es bei dir mit einem Repertoire los, aus dem sie sich was aussuchen? Also ich habe natürlich eine Repertoire-Liste, die die Brautpaare erstmal von mir bekommen. Ganz unten im Assad steht natürlich aber noch dabei, wenn es irgendwie bestimmte Songs gibt, die man, die ich natürlich auch singen kann und wo ich weiß, dass ich die gut rüberbringen kann, dann kann man da mit mir auch drüber sprechen. Und wenn es eine Option gibt, also dieses Jahr ist es so, dass ich mich jetzt auch noch mit einem Pianisten zusammengeschlossen habe. Und was natürlich auch immer sehr praktisch ist für freie Trauungen, weil die ja immer diese ganzen Rituale haben und da ist man mit einem Pianisten besser aufgestellt, weil man da auch besser handeln kann. Und da kann man sich ja auch die Wunschsongs auch so erarbeiten, dass es natürlich auch passend ist. Ja, und dann werden plötzlich ganz andere Wunschsongs möglich, als wenn man mit einem Musikplayback arbeitet. Genau, ja. Das stimmt, ja. Tatjana, dann heißt es jetzt ja eigentlich nur noch gucken, dass dir alle ihre Stimme geben. Jetzt hier genau. Im Vorentscheid. Ne? Dass wir dich im Finale auf der großen Bühne wiedersehen. Das heißt, unsere Daumen sind gedrückt. Tatjana, ich danke dir, dass ich dich all das fragen durfte. Und damit unsere Zuschauer jetzt natürlich auch noch einen kleinen musikalischen Eindruck von dir bekommen, hören wir dich jetzt erstmal noch. Und ich sag dir schon mal tschö und danke dir für das Interview. Gerne, vielen Dank auch an dich. Danke dir. Und ihr hört jetzt Tatjana. Viel Spaß. Und die Zeit steht still, ich diesen Moment für immer behalten will. Ich halte ihn fest, für immer jetzt. Und die Zeit steht still, ich diesen Moment für immer behalten will. Ich halt ihn fest, immer ab jetzt. You can reach me by 12 days. You can reach me on an airplane. You can reach me with your mind. You can reach me by caravan. Cause it dazzles like a never man. Und mit guter Musik
endet auch diese Sendung. Das war sie schon, die 5. unserer Wedding Wednesday Sendung, in denen wir euch alle Nominierten der diesjährigen Wedding King Awards Vorentscheide vorstellen. Jetzt fehlt nur noch eine Region, jetzt fehlt noch Deutschland Mitte und da die zweite Hälfte aller Nominierten und die lernt ihr übermorgen kennen, am Freitag. Dann kommt die letzte Sendung, bevor dann am Sonntag das Online-Voting startet. Ihr Lieben, bleibt dran, schaut euch am Freitag noch unsere letzten Nominierten an, folgt uns bei Instagram und bleibt dran, denn in Kürze beginnt das Online-Voting und wir freuen uns richtig drauf und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, auch unsere Nominierten sind jetzt richtig, richtig aufgeregt. Wir sehen uns am Freitag. Bis dann, ihr Lieben, habt einen schönen Abend. Tschüss.